Also viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht, irgendwie einen Einstieg zu machen bei Microsoft. Aber wenn ich es kaufen würde, wie würde ich jetzt das jetzt analysieren? Ja, in diese Zone zum Beispiel. Jetzt richtig aufpassen. Da hatten wir schöne Tiefpunkte, ja? Das ist ja klar. Man sieht das ja. Aufwärts, aufwärts. Und das Spiel gleich hier auch. Da haben wir einen Aufwärtstrend. Aber was machen wir jetzt? Ich würde erwarten, dass der Markt hinunterkommt, eine W-Formation bildet, ja? Seht ihr das obere Teil hier? Denn das Tiefpunkt aufwärts kommt da wieder zurück, bildet hier eine W-Formation und versucht dann wieder aufwärts zu steigen. Jetzt ist die Frage, naja, es kann sein, dass er hier keine W-Formation bildet und versucht aufwärts zu brechen. Wichtig hier für mich, dass diese Linie hier gebrochen wird. Weil auch wenn er zu einer W-Formation kommen sollte, also einen doppelten Boden und der versucht aufwärts zu steigen, wir sehen in der Vergangenheit das gleiche Spiel hier. Darüber hatte ich auch mein Video gemacht. Ich hatte gesagt, solange die obere Linie nicht gebrochen wird, ist das für mich ein No-Go. Man sieht es ganz schön, dann hätte man teuer gekauft. In der Zukunft, das selbstverständlich, wird die Microsoft-Aktie weiter steigen, aber jetzt haben wir halt eine Erholung. Und wenn der halt oben auf die Widerstandslinie hinaufkommt, dann könnte es sein, wenn es nicht brechen sollte, könnte es sein, dass er wieder hinunter langsam weiter Richtung Short fällt. Also darum aufgepasst, solange diese Widerstandslinie nicht gebrochen wird, ist es für mich kein Einstieg möglich. Ja? Und das wäre dieses Szenario hier. Ja? Ich zeichne es auch mal. Wieso funktioniert das nicht? Jetzt. Wo haben wir das? Ja, das ist jetzt dieses Szenario hier. Der kommt von oben, bildet eine W-Formation und dann versucht er weiter runter zu fallen. Jetzt sind wir in diesem Szenario. Ja, das Spiel könnte sich hier wieder wiederholen, wenn er hier eine W-Formation bildet und wenn er diese obere Linie nicht brechen sollte, kann es dazu kommen, dass er wieder weiter hinunter fällt. Das da hier, ja. Schaut euch mal, wenn ihr eine schnelle Analyse wollt, schaut euch mal den Monatschart an. Im Monatschart sehen wir ganz schön diese Kerze, ja? Einen schnellen Short und dann wieder einen langsamen Abverkauf aufwärts. Jetzt hier einzusteigen würde ich nicht empfehlen. Das wäre eine schnelle Analyse in dem Monatschart. Schaut euch mal diese Muster hier an, ja? Einen schnellen Abverkauf, also der Markt fällt und dann wird er wieder schnell gekauft. Wäre hier ein Einstieg möglich? Nein, natürlich. Immer oben abwarten. Weil der Markt kann jederzeit hier wieder versuchen, runterzufallen. Und darum, wenn diese obere Widerstandslinie gebrochen wird, dann wäre ein Einstieg möglich. So wie hier. Ja? Wenn es hier jetzt zu einer starken grünen Kerze kommen sollte und versucht aufwärts zu steigen, dann wäre mein Ziel, dass die obere Widerstandslinie gebrochen wird. Und dann könnte man hier einen Einstieg machen. Wie gesagt, das wäre meine Analyse.